Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. In der letzten Folge war ich, glaube ich, meiner Zeit voraus, denn ich war schon ein paar Schritte weiter, obwohl ich noch ein paar Sachen zu erledigen habe, wie beispielsweise Gehege definieren. Das haben wir noch gar nicht gemacht und ich wollte jetzt schon Tiere reinsetzen, aber das wäre ein bisschen fatal gewesen. Und ansonsten haben wir hier unter anderem auch noch ein Loch, was wir stopfen müssen. Wir müssen hier die Treppe noch verkleiden. Also wir haben eigentlich noch ultra viel zu tun und deswegen weiß ich nicht, wie mein Vergangenheits-Ich auf die komische Idee kam, heute Tiere hier reinzusetzen. Das sollte ich mal mit dem vielleicht drüber reden. Das war ein bisschen voreilig. Und wir müssen ja noch die Gehege-Eingänge machen. Das wird gar nicht so einfach, glaube ich. Da hatten wir uns in der Vergangenheit immer schwer mitgetan. Und damit würde ich auch dann gerne heute anfangen. Heißt, ich würde gerne hier irgendwo so einen Einriss machen. Sprich, die Mauer muss weg. Und dann werden wir hier den Eingang für die Tierpfleger und Tierpflegerinnen machen. Genauso auf der Seite, weil ich hatte ja mal gesagt, die sollen von der... Ne, deswegen hatten wir ja auch diesen Wartungsgang hier unten. Nur für die Mitarbeiter. Der ist ja gar nicht für die Besucher und Besucherinnen einsehbar. Beziehungsweise fast gar nicht sichtbar, außer du läufst, Moment, du läufst, wo geht denn hier raus? So, genau, außer du läufst hier entlang, dann kannst du natürlich hier reingucken, diesen langen, unendlichen Wartungsgang, genauso auf der Seite. Und ich muss ganz kurz, so, auf jeden Fall, das ist ein innerer Zwang bei mir. Schön ist auch, dass wir dieses Gehege fertigstellen, bevor wir das da überhaupt fertig haben, weil das haben wir eher angefangen als das hier und irgendwie sind wir hier schon viel, viel weiter. Vor allem muss hier auch noch begrünt werden ein bisschen. Na, wir haben hier noch sehr viel zu tun. Oder mache ich den Unterschlupf hier hin? Wäre auch noch eine Option, müssen wir mal gucken, weil hier wäre Platz theoretisch. Wir brauchen ja ein bisschen Platz für die Unterschlüpfe. Wobei ich glaube, für die Dachse... Warte, hier war... Wieso komme ich schon wieder auf Dachse? Otter. Wilder Wasserbüffel. Ne, größere. Ich glaube, der braucht einen größeren Unterschlupf als die Dachse. Ich nenne die Otter jetzt einfach Dachse, damit ich da nicht durcheinander komme. Oder beziehungsweise euch ein bisschen verwirre. So, wir versuchen jetzt einfach mal, vielleicht auch ohne Pausenmodus mal, damit sich hier so ein bisschen was tut, ein bisschen bewegt und ein bisschen Interaktion mit den Gästen möglich ist. Achso, genau. Hiermit, hier bleibe ich bei. Also hier wird... Die Scheibe bleiben. Habe ich mich für entschieden. Die Scheibe bleibt hier. Und genauso auf der Seite. Wir müssen jetzt halt damit leben, dass da so ein kleiner, ganz kleiner Spalt ist. Aber ja, was soll man da machen? Ne? Da können wir halt nichts gegen machen jetzt. So, auf jeden Fall. Hier laufen schon Leute? Wieso laufen hier schon Leute? Ah, wegen diesen Aussichtspunkten, ne? Und die sind noch nicht mal definiert. Ja, dann herzlich willkommen. Nutzen Sie diesen Laufsteg. Der ist wunderschön. Habe ich mit sehr viel Arbeit und Mühe hier hingebracht. Okay, so viel Arbeit war es nicht. Aber, boah, ich bin jetzt noch so ein bisschen zwiegespalten mit den Lampen hier. Ist das zu viel? Ist das too much? Weil das sieht schon sehr viel aus, ne, mit den Lampen. Müssen wir mal gucken, wenn dunkel wird. Vielleicht machen wir die ein oder andere Lampe weg. Ja, könnte wahrscheinlich passieren. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal einen Gehegeeingang hier machen. Das heißt, wir gehen jetzt in Gehege... Sagen hier Barriere. Sagen dann Tore. Und nehmen wir einen hölzernen Eingang? Eher nicht, ne? Wegen den. Also die Otter brauchen wahrscheinlich. Bei denen reicht ein Holzeingang. Aber bei den Wasserbüffel. Kleiner hölzerner Gehegeeingang. Oh, der ist aber süß. Ja. Jetzt mal ohne Mist. Also wenn du so einen Gehegeeingang hast, ne? Sagen wir mal, der Gehegeeingang... Ah, jetzt mach doch einfach... Ich drück Steuerung-Taste. Also irgendwie will er nicht so richtig. So, hier. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen Gehegeeingang. Das hält natürlich die Besucher davon ab, nicht drüber zu klettern. Die werden davor stehen und sagen, oh, die Tür ist zu, komme ich nicht rein. Genau, ja. Gehegeeingang, ganz normal nehmen wir. Und den setzen wir hier... Ne, Moment. Warum muss der denn jetzt wieder... warte. Da ist der Weg. Das heißt, hier muss das irgendwo hin. Ja, genau. Und dann... Okay. Ich verstehe. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir ungefähr die Mitte treffen. Einfach nur... Müssen wir die Mitte treffen? Theoretisch... Ja, ne. Eigentlich... Ja... Also, hier ist der Eingang. Ich glaube, hier ist der Eingang.
Warte mal, ihr seht das ein bisschen natürlich komisch aus. Das verstehe ich selbstverständlich. So, dann machen wir das hier mal weg und das hier mal weg. Dann haben wir hier einen Eingang. Ja. Ja. Und der ist auch verbunden, ne? Der ist auch verbunden. Ja, okay. Dann haben wir jetzt schon mal einen Eingang. Da bin ich sehr froh drüber. Und den nächsten Eingang, weil wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, dass wenn wir erst die Eingänge platzieren, es tatsächlich einfacher ist, als wenn wir erst das Gehege definieren und dann den Eingang. Weil der Eingang verbindet sich dann mit dem Gehege und dann ist er so ein bisschen hin und her am Wubbeln. Das ist natürlich doof. So, jetzt gehen wir wieder in Gehege, dann über in Barriere rein. Mach mal Gehege-Eingang, genau. Und den setzen wir dann hier hin. Warte. Guck mal. Ja, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Okay. Jetzt können wir sagen, das kommt weg. Und wir ziehen das nachher alles zusammen. Keine Sorge. So, Freunde. Jetzt sagen wir Barriere bearbeiten. Dann sagen wir hier selbstverständlich erstmal. Wie mache ich das denn nochmal? Keine Barriere bei Glas. Ne, hier. Ohne. Das hier auch bitte ohne. Danke. Sehr schön. Okay. Dann haben wir jetzt hier ohne. Ja, gut. So, und jetzt brauchen wir theoretisch gesehen nur hier durchgehen. Also nur durch die Wand gehen. Sprich, so. Eins. Zwei. Oh, ey, guck mal. Wir haben die perfekte Länge. Freunde, wir... Wir haben die perfekte, fast die perfekte Länge. So. Dann werden wir jetzt hier hingehen. So, dann ist das nämlich hier abgesperrt. Guck mal. Oh. Oh. Ich habe mir gerade einfacher vorgestellt, als es, glaube ich, ist. Weil, wenn wir jetzt hier die Barriere hinsetzen, dann durchqueren die Besucher ja hier das Gehege, laut dem Spiel, ne? So, dann ziehen wir das erstmal ein bisschen zurück. Erstmal bis hier. So, habe ich mir ein bisschen zu einfach, glaube ich, vorgestellt. Gut, dann machen wir das hier erstmal auf die Länge. Ja, auf die Länge. So, dann gehen wir hier auf... Machen wir auf die Länge, aber das können wir natürlich noch ziehen. Beziehungsweise so. Okay, und dann können wir hier wieder jetzt Meter gut machen. Dann sagen wir hier auf 20 Meter. Bam. Und einmal durchgezogen. Sag mal, wieso habe ich keine Winkelausrichtung? Weil Winkelausrichtung doof ist. Deswegen habe ich die nicht angemacht. Ja. So. Das Blöde ist jetzt, dass wir jetzt zweimal das Gehege definieren oder zwei Gehege definieren müssen. Weil hätten wir einfach das hier durchgezogen. In der Mitte hätten wir, ne, das eine Gehege hier schon anschließen können. Naja. So, machen wir hier erstmal. Ja, auf 2 Meter natürlich. Nein, das war ein bisschen zu kurz. Machen wir auf 7 Meter. So. Und dann ziehen wir aber das hier bis hier. Richtig? Richtig. So, und dann müssen wir jetzt hier, guck mal, gehen wir jetzt einmal so entlang. Einmal hier. Dann hier. Das Problem ist einfach, ich muss ja auch eigentlich genau zwischen diesen Balken sein, damit die Tiere nicht abhauen können. Oder beziehungsweise das Spiel sagt, hör mal, die sind gerade abgehauen. Und auf der anderen Seite, dass die Besucher dieses Gehege nicht betreten. Boah, kompliziert, ne? So. Dann machen wir hier. Aber Gehege, wenn wir das definiert haben, ne? Ist die Höhe eigentlich... Die Höhe ist doch eigentlich irrelevant, ne? Weil die Objekte doch die Höhe bestimmen von der Barriere. Oder sehe ich das falsch? Nö, siehst du genau richtig. Okay, danke. Okay, jetzt haben wir es gleich. Moment. Es wird dunkel. Es wird gerade dunkel. Warte, dann machen wir mal ganz kurz auf Pause. Und dann gucken wir gleich mal. Moment, ich ziehe das hier erstmal bis... Hier, ja, so, und dann gehen wir hier einmal rüber. Hier haben wir ein bisschen mehr Spielraum, ne? Also hier ist ja
Easy peasy. So. Und hier müssen wir aber noch sagen, pass auf, hier müssen wir noch sagen, Barriere bearbeiten, genau. Und da sagen wir noch ohne, damit der Balken da weg ist. So, jetzt haben wir schon mal ein Gehege. Und dieses Gehege heißt Gehege Otter. So, damit wir einen Zuständigkeitsbereich nachher haben, ne? So, jetzt gucken wir mal ganz kurz nach dem Licht. Ist schon hell, ne? Wenn wir hier die zweite wegmachen? Gucken wir mal. Weil, fand ich ein bisschen... sah irgendwie komisch aus gerade. Ich weiß nicht, das hat mir nicht gefallen. So, machen wir hier jede zweite weg. Passt ja ganz... Passt ja nicht ganz genau, weil hier haben wir einen übersprungen. Machen wir den hier weg, genau. So, und dann kommt der weg und dieser. Und die hier. Wie machen wir das denn jetzt? Moment. Vor allem Beleuchtung. Ach, die kannst du ja nicht definieren, ne? Weil... Warte mal. Dann wäre der weg und dann wären die noch da, ne? Wenn wir jeden dritten machen. Warte mal. So, das heißt, jeden dritten. Das heißt, dieser wäre weg. Dann hätten wir diese hier weg. Dann. Alter, was mache ich da gerade? Das ist doch Blödsinn. Weil die hier müssen alle weg. So. Ne, dann müssen immer diese Vierer-Kombis weg. Das war gerade irgendwie, keine Ahnung. Da war ich wieder beim Vergangenheits-Ich. So, guck mal. Dann machen wir das nämlich weg. Wir ziehen diese hier weg. Die auch. Ja, weniger ist mehr. Oh ja. Oh ja, weniger ist viel mehr. So, dann können wir die nämlich... wo haben wir die? Ah ja, genau, wir haben die da drauf gesetzt. Setzen wir die jetzt hier hin. Ich guck mal ganz kurz. Sind wir noch mittig? Wir sind noch mittig. Sehr schön. Dann... Okay, pass mal auf. Ja, wir können ja theoretisch genau die Mitten definieren. Wir brauchen ja nur, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5. So, und hier haben wir, Moment, dann ziehen wir die nochmal ein bisschen rüber. Auf diese hier. Na komm, hallo. So, jetzt gucken wir nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Und dann machen wir genau hier in der Mitte, haben wir ja. Genau hier in der Mitte. Dann haben wir hier die Mitte von den Äußeren. Und dann haben wir hier auch die Mitte. Boah, Junge. Geilo. Ja, viel besser. Viel, viel, viel besser. Weniger ist wirklich mehr. Oh ja. Ja, wesentlich besser, ne? Boah, das sah vorhin so komisch aus. Das war viel, 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 viel zu much. Ja, und beleuchtungstechnisch, guck mal, wir sind immer noch sehr gut aufgestellt, ne? Man hat zwar ein paar dunkle Flecken jetzt hier auf dem Weg, aber ganz ehrlich, komm. So sieht das auch gut aus. Ja, und dann haben wir hier die dezente Beleuchtung. Will ich aber auch, ne? Die wollte ich tatsächlich hier so haben. Gut, dann machen wir jetzt weiter. Nächste Gehege. Hier waren wir dran. So, dann sagen wir nämlich hier, Barriere ohne, genau, und ohne. So. Ja, genau, hier können wir ja dran gehen, guck mal, hier ist ja alles gut. So, und dann müssen wir hier jetzt mit 1 Meter,
So. Hier sind, jetzt haben wir hier, haben wir jetzt hier eins? Ja, jetzt haben wir hier auch eins, okay. Okay, und dann können wir jetzt hier wieder auf, ich weiß nicht, was hatten wir, 7 Meter oder so, war eigentlich ganz gut. So. Und dann geht hier ab die Reise. Dann ziehen wir hier einmal durch. So. Nee, nee, nix. Oh. Das ist, oh, ist das schön. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir, Alter. Okay, hier müssen wir auf jeden Fall kürzer treten. Das heißt, wir gehen hier auf 2 Meter erstmal. Dann ziehen wir das hier bis hier, genau. Und dann sagen wir hier wieder, ich weiß nicht. Machen wir 6 Meter. Nee, 5. Weil da haben wir so einen komischen Knick drin. Genau, 5 Meter. Ja, 5 Meter ist hier gut. So, kommen hier die Knicke hin. Den ziehen wir nochmal bis hier. Dann kommt der hier bis dort. Dann haben wir den bis hier. Den bis... Okay, man kann bis da gehen. Okay, gut. Gut zu wissen. So, dann ziehen wir den nämlich hier. Dann machen wir das hier ein bisschen individueller, weil halt sehr viele Knick hier drin sind. Wobei, nee, passt nicht. Ich wollte jetzt einmal überlegen, ob ich hier komplett durchziehen kann, aber ist nicht so. So, den ziehen wir jetzt bis in diesen Baum. Dann kommt die lange gerade, oder? War das nur in dem einen Gehege? Wahrscheinlich nur in dem einen Gehege, kann natürlich sein. So, dann ziehen wir das bis hier. Dann kommt der bis dort. Machen wir den ein bisschen kürzer, dann können wir den nämlich bis hier ziehen. Junge, der ist aber echt hier verwinkelt alles. Der ist ja richtig hier verwinkelt. Okay, dann machen wir erstmal auf 2 Meter vielleicht. Oder auf 3. Ja, komm, auf 3 ist auch okay. So, dann können wir hier. Dann kommt der bis, sagen wir, bis hier. Den können wir dann bis hier ziehen. Hier, ihr Loch müssen wir hier auf jeden Fall noch stopfen. Ist so. Weil, ist ja irgendwie ein bisschen doof, ne? Wenn da was offen ist. So. Den ziehen wir jetzt bis hier. Ja, komm, lass mal auf 3 Meter. Wir können das ja hier schön in die Länge ziehen, zum Glück. Dann gehen wir hier rein. So. Und dann sagen wir jetzt hier wieder 8 Meter beispielsweise. Bam. Ja, ich sehe natürlich nichts. Sehr gut. Ich bin froh, dass ich den Baum hier platziert habe. So, und dann können wir direkt bis hier gehen, genau. Und hier, der wird auch entfernt. Genau. So, und jetzt haben wir hier nächste Gehege. Gehege 2 ist Wasserbüffel. Wasserbüffel. So. Und damit wir das ja nicht vergessen später, machen wir die Arbeitsbereiche. Oh, hier ist aber viel kaputt. Oh, Mann. Okay, die Arbeitsbereiche Asien, genau. Und die fügen wir dann hinzu. Man erkennt klare Muster da. Man erkennt hier sehr klare Muster. Muss man einfach so sagen. Wie verwinkelt das Ding hier ist und einfach das hier wupp, 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 gerade. Ja, aber wir haben beides geschafft. Schöne Struktur. Krass. Wenn du das mal so siehst, aus dieser Perspektive, mit der Struktur, mit den Wegen und alles. In diesem und einem anderen Arbeitsbereich. In welchem Arbeitsbereich bist du denn noch? Kann man das irgendwo sehen? Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Kann ich irgendwie sehen, in welchem Arbeitsbereich genau du bist? Du hier? Arbeitsbereich. Ah! Mauer, Asien Mauer und, ah ja, okay, und Asien selber. Okay, sorry. Ne? Also, wir haben die Gehege schon mal definiert. Das ist sehr gut. Ja, die Löcher werden wir noch stopfen, keine Sorge. Das müssen wir auch noch wegmachen. Müssen hier noch runterziehen.
Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben echt noch einiges zu tun. Aber Gehege definiert ist schon mal... Ja, ist schön. Ja, vor allem... Ja, macht mal schön Fotos davon. Ne? Also sowas sieht man nie... Okay, der Ausblick ist echt cool. Der Ausblick ist echt cool. Muss man sagen. Oh ja. Ey, das passt auch mit dem Gebäude dahinter, ne? Dieses asiatische Dorf. Passt echt gut. Hätte ich nicht gedacht. Ja, natürlich habe ich das so geplant. Genau so hatte ich das gedacht. So, auf jeden Fall würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann die Löcher stopfen, die wir hier noch überall haben. Und nur eine Frage. Wo ist der Nebel? Ach, hier ist der Nebel. Oh, der ist aber ganz dezent, ne? Oh, der ist richtig dezent. Weil den siehst du ja kaum. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir den noch lassen oder wieder wegmachen. Wegen performance-technisch hatte ich ja schon mal meine Bedenken geäußert. Vielleicht müssen wir mal gucken. Aber ist so ein i-Tüpfelchen, ja, aber du nimmst ihn gar nicht wahr, wenn die Sonne scheint. Natürlich doof, ne? Vor allem hier durch das Glas kannst du eh nichts sehen. Da ist der Nebel eh weg, weil das Glas halt so ein bisschen milchiger ist. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da sagen, dass der Nebel weg muss. Müssen wir mal schauen. So, ansonsten sind wir heute sehr weit gekommen. Krass. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Bedanke mich fürs Zuhören. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.